Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank 12 Volt von Indel B. Indel B ist der größte Kühlgerätehersteller für 12 Volt in Europa, in Italien. Und dieser Kühlschrank ist schon älter, der ist von 98 schätzungsweise, 97, kann es nicht genau sagen. Also der hat jetzt 25 Jahre im Buckel, er ist auch dementsprechend gebraucht. Dieser Kompressor Indel verbaut heute auch die gleichen Kompressoren wie wir. Hier ist noch der Kompressor, den sie selber hergestellt haben. Und was ist passiert an diesem Kühlschrank? Der hat, wie unsere Kühlschränke auch, teilweise ein externes Kühlaggregat. Und diese Leitung wurde hier abgebrochen. Also diese Leitung hier löten, und ihr seht auch, hier ist noch ein Rohr drin. Das ist also nicht ein Einzelrohr, sondern zwei Rohre ineinander. Die eine ist die Zuleitung innen drin zum Kühlelement und die andere ist im Zwischenraum zwischen der inneren Leitung und der äußeren Leitung, fließt ans Kältemittel zurück. Hier kommt die Leitung zurück, hier teilt sich das Rohr. Und das Rohr kommt hier in die dünne Leitung. Das ist also die Zuleitung, die in den Kühlschrank geht. Und hier ist die Rückleitung, die in den Kompressor geht. Da diesen Kühlschrank zu reparieren, erstens müsste man das ganze Element wechseln. Zweitens, bis wir dann genau so ein Element bekommen, ist nicht möglich, weil genau so fertigt Indel nicht mehr. Dann schaue ich mir den Kühlschrank an, wie der aussieht. Also die andere, die einzig vernünftige Methode hier ist ein neues Gerät. Auch nach 25 Jahren kann man nicht viel sagen dazu. Wir haben kein Gerät, was genau diese Maße hat. Wir haben ein Gerät, das ist dieser Kühlschrank, hat eine Breite von 41 und unserer ist dann leider nur 38, identische Höhe. Das ist der Wemo 46. Da gibt es zwei Modelle, eines ohne Eisfach und einer mit Eisfach. Ich verlinke euch hier den 46N normal mit Eisfach und den 46F ohne Eisfach. Der hat einfach wesentlich mehr Platz. Ja, und das soll es gewesen sein von diesem 25-jährigen Kühlschrank. Der wird jetzt großzügig entsorgt oder ja. Kältemittel ist schon draußen, weil die Leitung gebrochen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.